3, 2, 1. Im heutigen Video gucken wir uns Update 41 an. Ich habe Early Access und ich bin auf jeden Fall schon richtig gespannt, wie der Subparagon sein wird, Leute. Wir gehen auf jeden Fall rein und gucken uns den an. Wir gucken uns die neue Map an. Es gibt ganz, ganz viele neue Sachen. Also es wurde viel Quality of Life gemacht. Wir haben ja auch direkt ein Geschenk bekommen. Das nehmen wir uns direkt und wir bekommen... Erstmal bekommen wir einen Beasthändler. Außerdem sind wir Level 80 und wir haben alles an Monkey Knowledge. So, kommen wir erstmal zu den neuen Sachen. Also, es gibt ja anscheinend eine neue Quest. Moab Madness, 5 Rounds, 50 Moab Class Balloons on each Round. Es gibt ein neues Tutorial für Pet Fasti und für Psy. Und ich glaube, das war's auch schon. Die anderen Sachen, die kennen wir alle schon. Außerdem dürfen wir natürlich nicht vergessen, es gibt den U-Boot Paragon. Hier vorne ist er. Nautic Siege Core. Ich guck mal, wie der auf Deutsch heißt. Er heißt See. Belagerungskern. Der Seebelagerungskern, Alter, der sieht so krass aus. Er kostet 400.000. Das Bild sieht komplett heftig aus. Ich bin mal gespannt, wie stark er ist. Wir werden den auf jeden Fall gleich mal raushauen. Außerdem gibt es ja auch noch neue Trophäen-Items. Unter anderem gibt es die Moabiene, die werde ich erstmal aktivieren. Es gibt jetzt einen Schokoladenriegelbrücke. Keine Ahnung, was das sein soll. Aber sieht auf jeden Fall cool aus. Ich mach das mal rein. Es gibt einen neuen Avatar, den nehmen wir auch. Es gibt hier einmal noch einen neuen Avatar. Ein Banner, und zwar ein Drachen. Banner, das gucken wir uns sofort an. Und Benjamin hat jetzt eine Maus. Das Banner, das sieht so aus. Also wir haben jetzt einen Drachenbanner. Sieht mega nice aus, finde ich. Und wir können hier einen neuen, einmal haben wir den Avatar. Das ist der Dreadbloom, der von unten nach oben kommt durch die Erde. Sieht auch ganz nice aus. Und wir haben hier noch, ja, ich weiß gar nicht, was soll das sein? Ist das Oben? Nee, das ist der neue Held, oder? Mit seinem Geist. Ja, ja, das ist der neue Held mit seinem Geist. Sieht auch richtig heftig aus. Okay, ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall, wir starten einfach mal hier mit den Schwefelquellen. Das ist die neue Karte. Wir machen das Ganze hier auf mittleren Schwierigkeitsgrad, würde ich sagen. Was mir natürlich hier direkt bei der Karte auffällt, ultra, ultra, ultra geil. Also optisch eine der geilsten Karten. Wo kann man die überall? Hier kann man welche platzieren. Sehr, sehr geil auf jeden Fall. Hier links, hier unten, hier oben. Okay, also man hat sehr, sehr, sehr viel Spielraum, wo man seine Türme ja hin platzieren kann. Ich würde sagen, Geraldo bauen wir mal ganz hier oben im Norden hin und wir werden direkt das NFT raushauen und wir werden natürlich U-Boote bauen, Leute. U-Boote ohne Ende, und zwar werde ich hier das allererste bauen und es gibt schon mal ein neues, es gibt ein neues Icon, und zwar, wenn du dein U-Boot auf Abtauchen und Unterstützen hast, dann gibt es jetzt hier so einen Extra-Button, den zeige ich euch gleich, da kann man nach unten gehen, also ist sehr, sehr nice. Was machen diese heißen Quellen? Okay, in die heißen Quellen, da kann man nichts reintun, ich guck mal, ob ich hier irgendwas anklicken kann, also ich klicke hier einmal komplett alles rum. Okay, man kann hier auf die, ja, man kann da drauf drücken und dann fetzt da so Wasser raus, hier auch, aber sonst passiert irgendwie nichts Besonderes, hier kann ich auch nicht drauf drücken, hier schon. Hier auch, aber ich kann irgendwie auch nichts wegkaufen oder so. Also an sich sieht die Karte erstmal sehr einfach aus, würde ich sagen. Ich hätte das eher als eine Beginnerkarte gemacht, weil wenn die Bloons, ich nehme mal einfach hier meinen Wurfpfeilaffen, wenn die Bloons von hier oben kommen und die fahren hier eine Runde und fahren dann hier eine komplette Runde und dann hier unten noch eine Runde und raus, also da brauchen die ja ewig, bis die durchkommen. Ich meine, das ist ja eine Riesenstrecke. Ach ja, ich sollte vielleicht mal ein paar Farms bauen, weil wir haben ja keine Mods an. Das heißt, wir müssen ja wirklich selber farmen. Das heißt, ich werde hier jetzt auch mal kurz ein paar Cash-Drops abwerfen, dass ich mir hier schön Geld mache. Okay, guck mal, die fahren jetzt hier durch die Mitte auch nochmal komplett im Kreis. Also man sieht, die Map ist sehr, sehr, sehr einfach. Also ich glaube, die sollte jeder, der, sag ich mal, so 10 Stunden im Bloons hat, sollte die eigentlich hinkriegen. Weil guckt euch das an, die fahren hier einen Kreis, die fahren in der Mitte einen Kreis und werden dann unten auch nochmal einen Kreis fahren. Also da brauchst du, das kannst du ja wirklich fast komplett alleine mit einem U-Boot deffen, wenn du das hier in der Mitte stellst. Da, wo ich es jetzt hinstelle und hier auf größere Reichweite gehst und dann abtauchen und irgendwie Plutoniumreaktor oder so. Hier ist übrigens das Zeichen, man kann jetzt immer abgetaucht, aufgetaucht. Abgetaucht, aufgetaucht, das ist halt mega nice, du kannst halt super schnell wechseln, guckt euch das mal an, wie schnell man wechseln kann, theoretisch, zack, 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 das ist halt übelst krass. Kann man jetzt auch noch mit den normalen Sachen wechseln? Nee, kann man nicht mehr. Das ist halt okay. Das finde ich richtig nice. Okay, dann lasse ich das die ganze Zeit auf jeden Fall abgetaucht. So, wir brauchen auf jeden Fall noch unser drittes U-Boot. Und zwar werde ich das mal... Das baue ich oben drauf und das hier baue ich auf die Mitte. Und ich gebe dem auch größere Range auf jeden Fall, dass der überall angreifen kann. Wir werden auch einen Alchemisten bauen, dass wir die hier schön durchbuffen. Ich werde jetzt nicht allzu viel, nicht allzu viele andere Türme bauen, glaube ich. Einfach, dass wir ein bisschen Geld saven. Wir werden später eh irgendwann das NFT verkaufen und hoffentlich richtig Cash damit machen, dass wir uns davon den Paragon holen können. Aber overall werde ich jetzt hier auch nicht irgendwie viele Tower bauen. Wir wollen ja direkt wirklich den Paragon sehen. Und vielleicht gucken wir mal in die eine oder andere Quest noch kurz rein. Leute, guckt euch das mal an. Ich bin mittlerweile in Runde 57. Also ich bin jetzt, ich habe die ganze Zeit nichts Neues gebaut. Und die paar Affen,
deffen das komplett weg mit Geraldo. Das ist so heftig, das ist fast nur die panzerbrechenden Pfeile. Also diese Map hier, also das ist eigentlich meiner Meinung nach auf jeden Fall Schwierigkeitsgrad easy. Die ist so super easy. Ich wüsste nicht, warum die hier jetzt nicht auf dem easy Schwierigkeitsgrad sein sollte. Das ist wirklich, die ist ultra, ultra, ultra einfach. Guckt euch das an, selbst die BFBs kommen nicht mal in den ersten Kreis hier. Okay, ich bin mittlerweile in Runde 75 und die Bloons drehen wirklich eine komplette Runde in der Mitte und dann unten auch nochmal. Leute, guckt euch das an. Das ist ein Witz. Ich baue einfach gar nichts. Guckt euch an, wie viel Geld ich habe. Das ist meine Defense. Ich habe nur panzerbrechende Pfeile, ballistische Rakete, Plutoniumreaktor und zwei Alchemisten. Das war's. Und halt Geraldo. Aber Geraldo habe ich ja nicht genutzt. Also so Geraldos Sachen. Der hat 15.000 Schaden mit seinen Autotext gemacht. Das war's. Das ist die einfachste Map, die ich jemals gespielt habe. Ohne Witz, die ist so einfach. Hätte ich nicht gedacht. Also, ich dachte, es wird jetzt so eine richtig harte Map, aber ja, ist halt, ist ja total krass. Vielleicht ändern sie die auch noch auf Beginner-Modus, könnte ich mir vorstellen. Okay, mittlerweile kommen sie im Kreis schon in die zweite Runde. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Runden sie im Kreis dann fahren. Also, sie sind jetzt eine gefahren. Okay, ich würde hier jetzt sterben, okay. Also, Runde 81 defen die, das ist halt schon krass, dass wir so weit kommen. Okay, ich würde sagen, es ist an der Zeit, Leute. Es ist an der Zeit. Stufe 5 Sub-Commander. Stufe 5 Präventivschlag. Und Stufe 5 U-Boot. Wir haben hier den Paragon freigeschalten, Leute. Let's go. Seebelagerungskern, der neue U-Boot Paragon. Ich gehe rein, ich tue all das Geld rein und wir kriegen einen Stufe 44er U-Boot Paragon. So sieht er aus. Oh mein Gott, guckt mal, wie groß das Modell unten drunter ist. Man sieht ja nur seinen Kopf. Aber er guckt die ganze Zeit in die falsche Richtung. Das finde ich leider ein bisschen schade. Ich fände es cooler, wenn er nach unten gucken würde. Warte, das kriegen wir auch noch hin. Okay, so sieht er von unten aus, Leute, wenn er normal rüber guckt. Das ist jetzt gerade die Version, die überm Wasser ist. Wir können ihn auch noch nach unten fahren und dann sieht er so aus. Also dann geht er so, er geht selber rein. Er taucht irgendwie nicht unter, aber man sieht ja auf jeden Fall diesen, ja, diese Art. Was ist das? Ist das sowas Grünes, so lasermäßig? Ich weiß es gar nicht so genau. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viel Damage er macht, wenn er abgetaucht ist. Also wir haben ja BFBs. Er kann sie jetzt noch nicht hitten. Er hat 0 Damage. Und, oder macht er überhaupt Damage? Oder bufft er jetzt nur? Also ist er nur am Buffen und bufft halt alle Türme im Kreis? Nee, er macht Schaden. Er macht Schaden, wenn er untergetaucht ist. Und ich muss sagen, er macht sehr wenig Schaden. Aber dafür bufft er ja jetzt Türme in der Reichweite. Also ihr seht hier, ich platziere einen Turm und der hat einen Buff. Das heißt, er ist permanent irgendwelche Türme am Buffen, was halt übelst stark sein kann, wenn du richtig heftig stark gebuffte Türme um ihn herum hast, um diese dann auch nochmal zu buffen. Wenn du jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, du gehst auf Permanentgebräu, hast die jetzt 10-mal geultraboostet, hast hier Heimatverteidigung und dann hast du ihn noch in der Nähe, dann könnte es halt übertrieben krass sein. Man muss erstmal warten, wie viel Prozent Damage der erhöht und der Attack-Speed und so. Das weiß man halt jetzt alles noch nicht, aber das kann richtig, richtig krass werden. Wir gucken ihn jetzt mal oben an. Also wenn er nach oben geht, schießt er ja die ganze Zeit so Raketen. Also er hat einmal die, das sieht man jetzt so schlecht, aber er schießt einmal von vorne, hier vorne, ich zeige es euch auf dem Bild, schießt er so die normalen Raketen wie das obere U-Boot. Aus den Seiten und hinten raus hier vorne schießt er die ganze Zeit so Raketen wie ein Erstschlag, also hier wie Präventivschlag, könnte man eher sagen. Und one-shottet damit gepanzerte Moabs jetzt schon. Also ich bin mal gespannt. Ihr könnt ja mal raten, wie weit ein Stufe 40er Paragon hier auf dieser Karte kommen wird. Ich werde das Ganze, denke ich, im Sandbox-Modus testen. Aber ich will auf jeden Fall mal die Fähigkeit einmal benutzen. So, come on, ready, go. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hä? Was war das denn? Okay, wir testen das Ganze mit der Fähigkeit natürlich nochmal hier im normalen Modus, weil ich glaube, das ist eher so eine Fähigkeit, die richtig heftig für den Boss-Modus ist. Also Leute, wir testen das Ganze. Ich gehe jetzt auf den Paragon. Ich knall da all mein Geld rein. Der müsste jetzt so Stufe 60 oder so sein. 56, okay, da ist er. 56, so sieht er aus. Jetzt nochmal von vorne, wenn er oben ist. So sieht er aus, wenn er unten ist. Also nicht so super spektakulär, muss ich ehrlich sagen, aber ist schon ganz nice. Und ich würde sagen, wir machen hier jetzt auch direkt die Fähigkeit. So, ich use die Fähigkeit, der zählt jetzt runter und ich rufe jetzt einfach mal einen Bloon. Wir sehen den hier vorne und in, oh, der schießt da irgendwas hin. Hat er damit Schaden gemacht? Nee. In 3 Sekunden, 2, 1, wie viel der, 100.000, und der macht da so eine Fläche hin, die permanent Schaden macht. Und guck mal, wie lange er gestunt ist.
100... Oh mein Gott, das kann richtig crazy werden für einen Boss-Modus, Leute. Oh mein Gott, der ist immer noch gestunt. Wie lange? Wie lange? Und die Fläche? Die Fläche ist da halt die ganze Zeit. Ich muss mal ein paar... Hä? Ich glaube, das ist übertrieben krass, ne? Ich glaube, das ist übertrieben krass. Oh, die Attacke sieht auch übelst geil aus, wenn er voll durchballert. Ich rufe mal ganz viele von denen hier. Guck mal, wenn ich ganz, ganz viele von denen hier rufe, wie crazy er jetzt gleich durchballert, wenn die in seiner Reichweite sind. Außerdem werde ich die Fähigkeit nochmal aktivieren, so. Und jetzt passt mal auf, wenn der jetzt gleich hier in Reichweite alles hat. Die Reichweite ist übrigens sehr, sehr klein für einen Paragon, muss man ehrlich sagen. So, er hat so hochgeschossen, das heißt, die kommen jetzt gleich nach unten. Er kann in der Zeit nicht angreifen. Und bam. Okay, das war ultra viel Damage. Und es sieht übertrieben geil aus, wenn er da mit seinem Gewehr voll durchballert. Und es sieht ein bisschen... Er sieht... Was zur Hölle macht er da? Also es sieht schon irgendwie ein bisschen bescheuert aus, was er da macht. Aber es ist richtig krass. Der kann ja übelst die Nukes schießen. Und wenn ich nach unten gehe, ja gut, wenn er nach unten geht, dann macht er wirklich nicht so viel Damage. Das muss man ehrlich gesagt sagen. Also da geht auf jeden Fall einiges mehr. Auf jeden Fall jetzt schon richtig, richtig geiler Paragon. Ich würde sagen, wir gucken uns den auf jeden Fall mal im Boss-Modus an, wenn der draußen ist und wenn der Modus rauskommt. Und jetzt würde ich sagen, wir gucken uns nochmal kurz eine der neuen Herausforderungen an. Und ich würde sagen, machen wir eins der Experimente. Wir gucken uns mal die erste Runde von Moab-Wahnsinn an. So, das hier ist Moab-Wahnsinn, Runde 1. Wir haben 50.000 zur Verfügung. Und es sollen ja 50 Moabs kommen. Also, ja, es kommen 50 Moabs, steht auch so, also ist so, wie es da auch stand. Ich würde sagen, wir probieren einfach mal einen Tech-Terror. Und der müsste ja, sobald die Fähigkeit ready ist, hier alles one-shotten. Aber der kriegt es doch so irgendwie easy hin. Also, guckt euch das an. Der macht das easy. Okay, ich glaube, wir können erstmal warten, weil das hier sollte easy durchgehen. Als nächstes kommen dann wahrscheinlich BFBs, ne? Das wird dann, das wird jetzt schon ein bisschen kritischer. Ich baue mal eine Affenstadt für Geld, dass wir mehr Geld machen. Und kriegen wir das hin? Ich glaube, wir müssen eine Fähigkeit usen jetzt schon. Wobei, ja, ich use die Fähigkeit. Sicher ist sicher. Okay, nice. Hat geklappt. Und als nächstes auf Blumenmeister Alchemist, wenn wir es hinkriegen. Das wäre natürlich mega big, wenn wir das hinkriegen. Weil der ist ja, man weiß es, gegen Moabs extrem stark. Zack. Ja, ja, der wird übertrieben viel Damage machen. Der macht die ganzen Moabs instant kaputt. Okay, als nächstes kommen schon DDTs. Also ihr seht, es ist nicht so einfach. Ich habe ja eine Fähigkeit, die use ich mal. Die funktioniert aber jetzt. Was mache ich denn jetzt? Okay, das? Nee, funktioniert auch nicht. Das war's, wir sind tot. Okay, Leute, also die Mission könnte um einiges schwieriger werden als gedacht. Ich weiß nicht, was könnte ich denn jetzt? Okay, ich probiere einfach noch. Nee, ich kriege keinen zweiten hin. Was mache ich denn jetzt? Ja, aber wir werden sterben. Wir werden hier ganz knapp sterben. Ich habe mal einen Alk noch geholt, aber ja, Feierabend. Okay, Leute, also schon, die Missionen sind auf jeden Fall auch nicht so einfach wie sonst. Also es könnte interessant werden. So, was gibt's denn noch Neues? Haben wir einen neuen Skin für irgendeinen Helden? Ich klicke hier mal alles durch. Sie hat auch nichts Neues, kein neuer Skin. Skin hätten sie ja auch, glaube ich, angekündigt, wenn es einen neuen Skin geben würde. Also für Pet Fasti gibt es noch eine Mission. Die würde ich jetzt aber noch nicht spoilern. Da würde ich warten, bis das da ist. Wir können uns mal kurz die erste Passage anhören. Auf Lotusinseln ist die Quest. Das ist Pet Fasti. Er ist ein großer Affe mit einem großen Herzen. Er ist einer der stärksten Helden mit seinen Fähigkeiten und starken Hieben, Schlägen und Betäubungen. Pet Fasti ist ein Landaffe, aber er ist so groß, dass er sogar im Wasser stehen kann. Und ja, dann muss man halt 15 Runden mit Pet Fasti gewinnen. Außerdem könnte man den jetzt direkt leveln. Was ich auch noch probieren wollte, ist einmal, wenn wir im Schimpansenmodus sterben, dann kann man ja jetzt einfach für Geld... ich platziere einfach mal hier den hier. Dann kann man ja jetzt für Geld retryen, glaube ich. Und das will ich einfach mal nachgucken. Da kriegt man zwar nicht mehr den schwarzen Rand, aber man kriegt den goldenen Rand. Und ich wollte gucken, muss man dafür jetzt Geld bezahlen? Also, oder ist es einfach so for free? Wir sind jetzt in Runde 7, also wir warten jetzt. Ich werde nichts mehr upgraden. Sobald wir sterben, können wir einfach mal gucken. Weil dann kann man Retry Last Round machen. Und damit sollte jetzt auch die ganzen Expert-Karten und so sollten um einiges einfacher sein. Also klar, der schwarze Rand ist trotzdem immer noch ultra hardcore. Aber der goldene Rand, den sollte man so easy hinkriegen. So, und da wird einer durchgehen. Und... letzte Runde erneut versuchen. Es kostet kein Affenwissen. Wenn du die letzte Runde erneut versuchen möchtest, wird die vorherige Runde geladen. Okay.
Ja, also Leute, es ist kostenlos. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, Ninja Kiwi wird dir da jedes Mal so 20 Monkey Money oder so abziehen. Finde ich übelst coolen Move, dass die das reingebracht haben. Und Erfolge gibt es, glaube ich, keinen neuen. Gibt es sonst noch irgendwas, was ich noch vorstellen kann? Die Moab, was ist diese Schokoladenbrücke? Ich habe keine Ahnung, was die Schokoladenbrücke ist, Leute. Also wirklich, beim besten Willen. Was zur Hölle soll das hier sein? Ah, es gibt ja neue Karten-Items. Da können wir auch mal kurz reingucken. Und zwar, ja, okay. Es gibt hier einmal diese Farbe neu. Es gibt Weihnachtssachen, Karten, Weihnachtsrequisiten. Okay, die kennen wir schon. Karteneditor, Wasser, Bonbon, Wasserfälle. Ich glaube, ist das neu? Das hier ist neu, ja. Für 2.500 gibt es hier neue Sachen. Es gibt so Lollis, hier diese ganzen Sachen. Es gibt neue Büsche. Also es gibt schon einiges Neues jetzt auch für die Leute, die gerne Karten herstellen. Wie gesagt, den Background, den kennen wir schon. Das hier ist jetzt so ein Bereich, neuer Wasserbereich. Sieht auch sehr nice aus im Vergleich zu dem alten, muss ich sagen. Oder? Warte mal. Habe ich jetzt gerade den gleichen genommen? Ah ja, wir haben einmal den hellen jetzt, das helle Wasser. Das ist neu und wir hatten vorher das dunkle. Außerdem gibt es wahrscheinlich hier beim Stempeln auch wieder neue Stempel. Ja genau, hier unten gibt es so neue Stempel. Einmal hier so Fußspuren von irgendeiner, ja ich glaube das ist so ein, irgendein Vogel. Dann hier von Affen. Es gibt einen neuen Busch und es gibt hier, ja, noch mehr neue Büsche. Außerdem gibt es wahrscheinlich hier auch neue Sachen. Ja, da stand schon gerade neu. Es gibt hier jetzt so ein neues, was ist denn das? Ein Vogelnest. Achso, das passt ja dann. Hier so, das Vogelnest passt ja hier zu den Fußspuren. Finde ich cool, dass sie sowas machen. Es gibt so ein Wasserblatt, ein neues. Dann haben wir hier eine Statue. Sehr cool, das ist von der Karte Hecke. Ja, auch sehr nice. Dann haben wir hier die ganzen neuen Items, also diese Bohnen und so. Sehr cool, kann man, ich glaube, da werden richtig coole Maps neu gemacht. Marienkäfer war neu. Hier gibt es noch Ostereier und so. Die sind aber, glaube, sind die neu? Ja, kann sein, dass die auch neu sind. Dann haben wir hier unter anderem noch das hier aus von der Map Hake. Auch sehr, sehr cool. Das, was man wegkaufen kann. Richtig, richtig nice. Gibt es einen neuen Track? Ja, es gibt noch zwei neue Tracks. Wir haben unter anderem einmal hier einen, ja, so einen grünen Wegtrack, also Rasen oder so, würde ich sagen. Und dann haben wir einmal noch diesen hier, so ein, ja, auch Rasen, vielleicht eher so, gibt mir so Golfplatz-Vibes, wenn ich ganz ehrlich bin. Also, ja, kann man machen. Leute, ich glaube, das war's. Also, ich würde jetzt hier nicht nochmal ein Boss-Battle machen, aber ich glaube, das war's alles, was es Neues zum Update 41 gibt. Also, sieht ganz nice aus, muss ich ehrlich sagen. Ist es jetzt super viel Content? Jein. Also, ich denke, der Affen-Paragon hier, der U-Boot-Paragon, der kann schon sehr geil werden für einen Boss-Modus, aber sonst sehe ich da jetzt nicht so krass wie Content-Potenzial, wie damals, als zum Beispiel ein neuer Turm rausgekommen ist oder sonst was, ne? Also da gibt es auf jeden Fall, ja, da gibt es definitiv krassere Updates. Ich würde sagen, Update bisher ganz okay. Man muss auf die Balance-Changes warten. Ich weiß halt nicht, was die mit Türmen und so machen, welche Türme günstiger werden, teurer und so. Das könnte ich jetzt alles hier nachgucken und vergleichen. Ich glaube, er ist zum Beispiel hier jetzt gerade 1000 teurer als sonst. Aber overall würde ich sagen, ist das Ganze hier, ja, ist okay. Ich gebe dem Update jetzt mal so auf den ersten Blick so eine 6 von 10 Punkten. Ist cool, dass es einen neuen Paragon gibt. Je nachdem, ich weiß halt nicht, wie stark die Fähigkeit gegen Bosse ist. Das Ganze werden wir dann noch sehen. Ich werde jetzt zum Schluss noch einmal so eine fette Explosion machen. Der Countdown zählt runter. Ich weiß halt nicht, ich glaube, gegen einen Normal-Boss wird es nicht so krass sein. Aber ich denke, gegen Elite-Bosse kann das Ganze schon richtig scheppern. So, und ich würde sagen, das soll es gewesen sein. 2,6 Millionen Damage mit der Fähigkeit. Also das wird auf jeden Fall richtig, richtig krank, Leute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich denke, nächste Woche kommt das Update. Seid auf jeden Fall gespannt. Ich werde einen Livestream dazu machen. Die Tage kommen nochmal Brawl Stars und nochmal ein paar Mods. Und ich würde sagen, habt ein schönes Wochenende. Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein und ciao.